Muss ich meiner Frau von meinen vergangenen Sünden erzählen? Liebe Geschwister im Islam, es ist falsch, wenn ein Muslim seine vergangenen Sünden irgendjemandem erzählt. Völlig unwichtig, ob das ein Fremder oder gar seine Ehefrau ist. Denn solltest du deiner Frau deine vergangenen Sünden erzählen, wird sie Zeuge deiner Sünden. Und das darf natürlich nicht sein. Möchtest du aber über deine Sünden berichten, damit die anderen ein Beispiel daran nehmen, die sie nicht mehr zu begehen, dann machst du das im Sinne einer Anonymität. Das heißt, du sagst zum Beispiel, es ist mal so und so passiert oder jemand hat mal so und so gemacht. Also ohne Bezug auf dich selbst zu nehmen. Das ist bescheiden und das zeigt deine Charakterstärke und natürlich Schamgefühl. Das ist sehr wichtig. Ja? Unsere Religion lehrt uns, die eigenen Mängel und die Mängel einer anderen Person geheim zu halten. Denn bedenkt, dass unser Prophet sagte, Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Alle Kinder Adams begehen Fehler. Der Beste unter den Fehlerhaften ist jener, der bereut. Das überliefert Tirmidhi in seinem Sunan. Und lieber Bruder, erinnere und lehre deiner Frau, dass wenn sie von deinen Sünden erfahren sollte, dass unser Prophet sagte, Men satara Muslimen, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Wer den Fehler eines Muslims bedeckt hält, so wird Allah auch seine Fehler bedeckt halten, im Diesseits und im Jenseits. Ja? Also an diesem gewaltigen Tag, wo wir vor jenen flüchten werden, sei es unsere Väter, Mütter, Brüder oder Freunde, niemand von uns würde wollen, dass unsere Fehler, Mängel oder Sünden jedem offengelegt wird. Ja? Um das zu meiden, müssen wir daran arbeiten, das Gleiche nicht mit anderen zu tun. Und das ist mein Ratschlag an die Brüder und den Schwestern. Wallahu a'lam.